Die Kuhzucht ist schon vor vielen, vielen Jahren angefangen. Eigentlich vor Jahrzehnten ist die angefangen. Und sie hat eine interessante Entwicklung genommen. Zu Anfang stand im Mittelpunkt die Milchleistung. Also das war so das Erste, was man ja auch messen konnte. Wenn man einfach mal jetzt 60, 70 Jahre zurückblickt, da hat man als Erstes gesehen, wie viel Milch gibt die Kuh. Und das konnte man züchterisch beeinflussen und sagen, oh, das ist eine Kuh, die ganz viel Milch gibt. Mit der züchten wir weiter. Die Milchleistung war, wie gesagt, das zentrale Element der Zucht zu Anfang. Dann entwickelte es sich weiter, dass wir auch Gütewerte mit beurteilten, weil wir von den Molkereien Informationen darüber bekommen haben, wie viel Fett und wie viel Eiweiß wir in der Milch haben. Und auch die Nachfrage nach diesen Punkten da war, also nach Fett und nach Eiweiß. Und nachher auch nach Eutergesundheit in Form von Zellgehalt. Auch das konnte man untersuchen. Und alles, was auf das ich untersuchen kann, kann ich auch im Endeffekt züchten, wenn ich genügend Zahlen habe. Neben den Milchleistungen und Milchinhaltsstoffen kamen noch Aspekte hinzu, wie der Körperbau der Kuh oder auch der Kalbeverlauf. Auch das wurde festgehalten, wie war der Kalbeverlauf bei den Tieren, sowohl von dem Kalb wie aber auch von dem Rind. Aber diese Aspekte, die konnte man alle nur dadurch erfassen, dass man gesehen hat, aus der Vaterlinie, dort kommen diese Tiere kalbenschwerer. Da ja die Bullen durch die künstliche Besamung eine sehr viel stärkere Verbreitung haben, als eben die weiblichen oder die Mütter an Nachkommen bringen können, konnte man dort von den männlichen Tieren einen Zuchtwert sehr gut abbilden mit einer sehr hohen Sicherheit. Das war bei den weiblichen nie möglich. In der jüngsten Vergangenheit gab es einen entscheidenden Durchbruch bei der Zucht. Und das war die genomische Selektion. Das Genom des Rindes ist entschlüsselt. Das heißt, ich weiß, an welchen Punkten der DNA was für Leistungsmerkmale beeinflusst werden. Und jetzt spreche ich bei Leistungsmerkmalen nicht von Milchleistung, sondern auch Gesundheitsleistung zum Beispiel. Und mittlerweile kann ich tatsächlich sagen, wenn der Punkt der DNA so ausgebildet ist, dann sind die Kühe gesünder. Und das ist vielleicht der entscheidende Durchbruch des letzten Jahrzehnts gewesen. Diese Daten, insbesondere die Gesundheitsdaten, waren aber nur dadurch möglich, dafür Zuchtwerte zu bilden, dass es ein Projekt gibt, das sich Kuhvision nennt. Nicht nur in Deutschland, sondern in allen wichtigen Ländern der Zucht werden diese Gesundheitsdaten von Landwirten erfasst und an die Zuchtorganisationen übermittelt. Und aufgrund dieser Daten kann genau gesagt werden, wie die Vererbungsleistung eben auf Gesundheitsdaten sind. Und jetzt haben wir ja noch diese Markerpunkte von der genomischen Selektion. Und die sind ja nicht anders, ob ich dies weibliche habe oder das männliche Tier, sie gelten immer. Und somit habe ich jetzt auch für die weibliche Seite tatsächlich diese genomischen Zuchtwerte und kann sowohl von der männlichen wie auch von der weiblichen Seite gucken, dass ich da das Passende bekomme, um dieses zusammenzuführen, vielleicht auch zusammenzuführen zu einer Passerpaarung. Diese Passerpaarung, das ist jetzt ein ganz weites Feld, ein intensives Feld. Das ist ein Thema, das ist eigentlich nochmal was für ein extra Interview, für einen extra Film, den wir dazu machen. Der Fokus in der Kuhzucht hat sich in den letzten Jahren komplett eigentlich gewandelt. Ich sagte zu Anfang, Milchleistung stand im Vordergrund. Es gibt einen sogenannten Gesamtzuchtwert, wir nennen ihn RZG. Relativzuchtwert Gesamt heißt er. Dieser RZG war früher, wie gesagt, sehr konzentriert auf Milchinhaltsstoffe, auf Milchleistung. Im RZG sind mittlerweile nur noch ein Drittel Anteil an den Milchleistungsmerkmalen. Die anderen Anteile sind für Tiergesundheit, für Tierwohl und das sind für uns die entscheidenden Merkmale, denn wir arbeiten gerne mit gesunden Kühen. Ja, diese faszinierende Entwicklung in den letzten 10 Jahren der Kuhzucht zeigt hervorragend,
wie es funktioniert, wenn Wissenschaft und Praxis zusammenarbeiten und Neues entwickeln. Das ist ein Win-Win für alle Seiten. Den Kühen geht es besser, sie sind gesünder, sie sind langlebiger und im Endeffekt ist das wiederum gut, auch für den Landwirt, denn er ist zufriedener mit seinem ganzen Gesamtergebnis.